Sie wollen Heizungskosten sparen? VFT. Wir sorgen dafür, dass Ihre Heizung fit ist. 22. Spieltag der Landesliga Gruppe 1 am grünen Donnerstagabend. Der FC Remscheid ist zu Gast beim SV Union Velbert 2011 auf der Ernst-Adolf-Skeer-Sportanlage in Tönnesheide im Kreis Velbert. Und nach den schwächeren Leistungen in den letzten Heimspielen wollte der FCR wieder besser stehen und besser spielen. Zu Anfang aber ein träges Spiel von beiden Seiten. Erst nach 20 Minuten die erste Chance für die Gastgeber. Fehler des FC Remscheid. Bayrouche Asemi setzt sich auf links durch und dann lang am Tor vorbei. Glück für den FC Remscheid in dieser Situation. Danach nahm die Partie langsam Fahrt auf. Matthias Ramann auf der linken Seite mit der Flanke. Und in der Mitte rettet Alkan Şahin Göz vor Serkan Hacizalıoğlu. Şahin Göz, einer der Besten an diesem Abend. Danach wiederum ein Fehler der Gastgeber. Serkan Hacizalıoğlu auf der rechten Seite chippt über den Torwart Nikolay Alexander Königsmann und der Ball ist im Tor. Das 1:0 für den FC Remscheid beim SV Union Velbert. Überraschend zu diesem Zeitpunkt. Zum Ende hin wiederum die Remscheider Konter des FC Remscheids. Domenico Kotzer wird geblockt. Michael Günther, Matthias Ramann. Und da ist wieder der Torwart Königsmann. Ecke für den FC Remscheid. Die darauf folgende Ecke. Wir sind immer noch in der 40. Minute geschlagen von Fabian Uttorf. Andreas Kolas kommt ran mit dem Kopf. Aber knapp am Tor vorbei. 42 Minuten gespielt. Die Remscheider Abwehr pennt und diesmal wiederum Bayrouche Asemi durch. Guter Block von Nico Tauschel. Schuss von Asemi, aber Andreas Kohlhaas kann den Ball klären. Glück für den FC Remscheid in dieser 42. Minute. Kurz darauf ist Schluss, Halbzeit. Der FC Remscheid führt 1:0 beim SV Union Velbert. Die Remscheider haben den besseren Start in diese Hälfte. Fabian Uttorf setzt sich mal durch, aber leider geht der Ball übers Tor. Die Partie jetzt wesentlich lebendiger auf beiden Seiten. Velbert hat viel vom Ball versucht, den Ausgleich zu erzielen, aber die FCR-Defensive kann dagegen halten. Wir sind jetzt schon in der 67. Minute. Konter für den FC Remscheid. Serkan Hacizalıoğlu auf rechts. Und die Velberter Abwehr kann wieder retten zu einer Ecke. Immer wieder, wenn es vorne gefährlich wurde für den FC Remscheid. Der Angreifer Serkan Hacizalıoğlu, wie wiederum hier in der 74. Minute. Guter Schuss von Serkan. Und Parade wiederum von Nikolay Alexander Königsmann im Tor der SV Union Velbert. Velbert wiederum Druck aufbauend auf den FC Remscheid. Aber so richtig Chancen hatten sie keine in dieser zweiten Halbzeit. Dann kurz vor dem Ende Einwurf für den FC Remscheid auf Domenico Kotzer, der zu Serkan Hacizalıoğlu, schöne Drehung, Schuss, aber links am Tor vorbei. Am Ende bleibt es beim 1:0 Sieg für den FC Remscheid bei der SV Union Velbert. Man hat nun 38 Punkte in der Landesliga. Man rückt ein bisschen näher ran an die Spitze und entfernt sich weiter von den Abstiegsplätzen unten.
Am Ostermontag geht's dann weiter beim Tabellenführer Kronberger SC in Wuppertal.